Ich bin der Eugen Minz, ich bin 38 Jahre alt, jetzt bin Yogalehrer und veranstalte jetzt Vipassanas in Deutschland seit, ich denke, 2014. So genau habe ich das auch jetzt nicht im Kopf. Ich habe ja auch gerade davon gesprochen, dass man vielleicht sich manche Sachen notieren sollte oder irgendwo speichern sollte. Und das ist, ja, ich weiß nicht, meine x-te Vipassana, die ich anleite und durchführe. Und jede Vipassana ist anders. Bei vielen habe ich auch selbst an mir zu arbeiten oder habe gewisse eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, die ich dann machen muss. Das ist zum einen auch positiv. Zum anderen ist es oft auch störend, weil man muss auch eher für die Gruppe mehr da sein. Und wie gesagt, sich auch mehr auf die Gruppe konzentrieren und nicht immer auf seine eigenen inneren, ich sag mal, Gedanken und Lebensaufgaben. Und die letzten Vipassanas waren tatsächlich so, dass ich viel mit mir selbst irgendwie beschäftigt war oder irgendwelche Hindernisse dann im Kopf ständig da waren. Vor allem auch letztes Mal. Und dieses Mal war es irgendwie etwas Besonderes. Also ich habe mich selbst gewundert darüber, wie gut es ging eigentlich die letzten 2 Tage hatte ich immer so einen sehr, sehr klaren, einen sehr guten Zustand in den Meditationen, vor allem die Morgenmeditationen. Ich muss sie ansprechen, dass das halt meine Lieblingstechnik ist bei der ganzen Vipassana, die morgendliche Vorstellung des Praktikers. Unter anderem aus dem Grund, weil bei mir halt ziemlich viel, also ziemlich viele Resultate gebracht hat. Also in den vergangenen Jahren diese Technik, weil man viel dadurch erreichen kann, viel vielleicht irgendwo aus dem Inneren herausziehen kann, wovon man keine Ahnung hatte, irgendwie auch Fragmente aus den früheren Leben und unter anderem so einen ja, besonderen Zustand, wo sich halt Gedanken und das Sein auflöst und man halt sich in dieser Glückseligkeit befindet, von welcher die Yoga-Bücher schreiben. Wie gesagt, also eine sehr, sehr gute, für mich positive, sehr klare Vipassana, also mein eigener Zustand sehr klar. Woran es hängt, das gilt noch vielleicht zu analysieren. Vielleicht ist es auch nicht wichtig, woran es hängt, aber ich muss auch jetzt auch ein persönliches Ding ansprechen, was ich gestern auch so erlebt hat bei der Morgenmeditation. Es ist ja dieses Mal eine reine Frauengruppe, was ich auch noch nie hatte. Und so ein bisschen jetzt aus der Vergangenheit gesprochen, ich hatte, bevor ich geheiratet habe, zwei sehr schwere Beziehungen und diese wirken sich immer noch teilweise negativ auf die jetzige Beziehung aus. Vielleicht in dem Grund, dass man noch irgendwie sich von der Frauenwelt gekränkt fühlt oder verletzt fühlt und solche Dinge. Und weil ich mich ja jetzt teilweise in den Meditationen sehr gut auf diese weibliche Energie, auf die Frauenwelt einstellen konnte und das so in der Yogasprache durchmeditieren konnte, hatte ich gestern auch so einen Zustand des Loslassens und des Verzeihens und des in Frieden gehens, also komplett mit der ganzen weiblichen Welt, so dass das für dich, für mich vielleicht so der ausschlaggebende Punkt war, also bei dieser Vipassana, wofür ich auch sehr dankbar bin, also dem Universum vielleicht und auch euch, der Gruppe, dass es zustande gekommen ist, dass es so passiert ist. Und ich bin zu einem zuversichtlich jetzt auf die Zukunft, zum anderen auch mit Neugier, wie sich das langfristig dann auswirken wird, so auf mein Verhalten und auf meine Einstellung, auch gegenüber meiner Frau, gegenüber allen Frauen eigentlich. Das ist, wie gesagt, ein sehr gutes, reinigendes Erlebnis gewesen, sogar bei mir als Leiter der Vipassana. Gut, und was ich euch noch dann auf den Weg mitgeben werde, das mache ich meistens dann am Ende der Runde und jetzt dürft ihr so auch nacheinander eure Erfahrungen teilen. Hallo, ich bin die Rita. Ich bin das erste Mal dabei. Ich komme aus Nürnberg. Und meine Freundin Elena hat mich hier eingeladen. Und es war eine sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Yoga mache ich auch nicht so lange. Meditation habe ich fast gar nicht gemacht. Und war schon eine schöne Erfahrung. Ja, hallo, ich bin die Katharina, bin 25 Jahre alt
Und ja, es war auch meine erste Vipassana. Ich war positiv aufgeregt. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe letztes Jahr meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Deswegen wusste ich schon so ungefähr, auf was ich mich einlasse. Aber es war dann doch ganz anders, weil ich ja, das erste Mal so lange auch meditiert habe. Und ja, als ich angekommen bin, habe ich mich gleich sehr aufgenommen gefühlt, gleich sehr da. Irgendwie hat es gar nicht lange gebraucht, bis ich mich eingelebt habe, sondern das war irgendwie so gewöhnlich gleich alles. Das war nämlich als sehr positiv auf. Ja, die ersten Tage war ich unglaublich müde. Ich habe sehr viel geschlafen, das kenne ich gar nicht. Ich habe immer in den Pausen mich hingelegt und habe geschlafen. Und auch unter den Meditationen bin ich oftmals in so einen Sekundenschlaf auch gefallen. Vor allem in diesen Bildmeditationen. Ich habe dann oftmals geträumt und meine Gedanken und meine Träume haben sich so, sind so verschwommen ineinander. Und ich habe nicht mehr gewusst, was ist jetzt Traum und was nicht. Es war ganz spannend. Ja, was ich auch total schön fand, war die ayurvedische Kost von der Inga. Das war sehr bekömmlich. Ich fand, du hast es auch unglaublich schön abgestimmt. Ja, abends immer so eine leichte Kost. Und es ist fast so ein bisschen wie, wenn man eine Fastenkur macht, weil der ganze Körper so runterfährt und man Konzentration auf das Wesentliche, auf sich selber hat. Und das fand ich sehr schön. Das war mit den Meditationseinheiten super abgestimmt. Ja, was ich auch sehr toll fand, waren die Hatha-Stunden. Also ich hatte vor allem am Anfang immer unglaubliche Rückenschmerzen von dem langen Sitzen. Und dann waren die Hatha-Stunden total wohltuend und die Rückenschmerzen waren danach weg. Also ich habe gar nichts mehr gemerkt. Und vor allem die Stunde heute noch mit der Inga fand ich sehr toll, weil ich so ein bisschen aktiver war und das fand ich richtig schön. Ja, genau. Ansonsten, ja, mit einem Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, war meine Sprunghaftigkeit, glaube ich, weil ich manchmal nicht genau weiß, wohin es geht im Leben und weil ich mir da schon auch hin und wieder Sorgen mache. Und ja, das, glaube ich, habe ich so ein bisschen loslassen können und irgendwie so ein bisschen Vertrauen ins Leben irgendwie gewinnen können. Ich bin die Ingrid. Ich bin 38 Jahre alt, ich komme aus Schaufling, das ist in der Nähe von Deggendorf. Und ich war auch schon mal beim Vipassana dabei, genau. Januar 2019, glaube ich, war das. Im Bayerischen Wald. Das schreibt Vipassana, genau. Also ich wollte noch sagen, dass ich Eugen und der Inga sehr dankbar bin, dass sie überhaupt allen Menschen die Möglichkeit geben und auch uns jetzt die Möglichkeit gegeben haben, an so einem Vipassana teilzunehmen. Genau. Und ich finde auch diesen Tagesablauf sehr angenehm. Und ich denke auch, dass jeder diesen Tagesablauf auch bezwingen kann, der was das möchte. Genau. Es ist wirklich super. Auch das Essen zweimal täglich war sehr lecker. Danke an die Inga, genau. Genau. Und zum Vipassana bin ich aus dem Grund gekommen, weil ich wieder neue Energien sammeln wollte, neue Kraft tanken für die Familie und für mich selber auch. Und bei der Gelegenheit mich mal wieder reinigen und entgiften, meinen Körper, also alle Körper auf allen Ebenen. Und einfach diese Zeit mal zum Fasten nutzen konnte. Und dafür bin ich auch dankbar. Ich habe mich schon auf die Meditation wieder gefreut, auch die Gehmeditation. Habe ich mich sehr gefreut. Auch die Atemmeditation, obwohl die mir diesmal schwer gefallen ist, was sonst eigentlich nicht so der Fall war. Genau, das Hatha-Yoga war sehr anstrengend für mich. Da, weil ich jetzt längere Zeit kein Yoga mehr gemacht habe, weil ich nicht mehr so dazugekommen bin. Wo nach dem ersten Vipassana schon der Fall war, dass ich da lange Zeit noch selbst praktiziert habe und Mantras gesungen habe und so. Und nach der Zeit ist es immer weniger geworden. Da war es jetzt mal wieder Zeit.
Genau, und diesmal bin ich auch meiner Familie dankbar. Die waren ja, sehr dahinter, dass ich jetzt hier auch teilnehme, weil beim ersten Vipassa war das nicht der Fall. Aber wie ich dann zu Hause war, waren eigentlich alle irgendwie begeistert und haben gesagt, eigentlich ist es ganz gut, dass du beim Vipassana warst. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass jeder, der mit den Gedanken spielt, an Vipassana teilzunehmen, sich nicht zu lange überlegen sollte, sondern einfach den Moment wahrnimmt und die Gelegenheit ergreift und das Vipassana für sich macht. Ganz egal, was alle anderen Menschen sagen. Ich denke, das ist für jeden eine Bereicherung, nicht für sich selber, sondern fürs Umfeld und für die ganze Familie. Und man kann dankbar sein, wenn man diese Gelegenheit bekommt. Danke. Hallo, ich bin Helena. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin schon drittes Mal bei Vipassana. Erste zweimal war ich bei Bayerischer Wald. Da war auch großer Raum und schönes Haus auch. Hier ist auch sehr gemütlich und toll. Und ja, erst wollte ich mir auch an Inga und Eugen mich bedanken. Das ist wirklich wie ein Heimweg zu euch. Ihr schafft immer solche tolle Atmosphäre. Heute beim Meditation habe ich irgendwie, das war mir irgendwie so klar, ob ich nach Hause zu meinem Mama und Papa fahre. Das war so schön, dass mit Essen, mit allem, ich habe für mich Zeit genommen, in mich hineinschauen, wer bin ich, wie ich die Zeit verbringe, wie ist mein Leben abläuft und so. Und dass diese ganze Sorge, dass meine Familie auch zu Hause ist und ich nehme für mich Zeit und jemand kümmert um mich. Das ist für mich was so schön. Ich habe heute bei Meditation das gesehen und mein Herz war so warm und schön. Danke euch, dass ihr solche tolle Sachen macht. Ja, ich spreche auch mit meinem Verwandtschaftskreis oder mit meinen Freunden und erzähle, wenn ich nach der Vipassana nach Hause komme. Und die sind alle auch so begeistert und manche, ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben, nicht neidisch oder böse, irgendwelche Wort, dass die irgendwie schauen an mich und erwarten, dass ich irgendwelche Sekte bin oder sowas. Was treibt mich so und warum gehe ich dahin und so. Und dann beobachten auf mich, wie ich das ticke und so, was ich mein Leben ändere mit meinem Kontakt mit Kindern, mit meinem Mann. Und bei mir ist das, vielleicht ist es ein bisschen ein Privatstück von meinem Mann, dass er immer dagegen ist. Und jedes Mal, wenn ich komme, dann kriege ich Kopfschmerzen. Starke Kopfschmerzen leide ich nach solchen Sachen. Und das habe ich auch gesehen, dass mein Mann will nicht mich loslassen. Der will, dass ich mit ihm in sein Leben führe und so. Aber ich kämpfe und bete immer und so. Und ich, in dieser Vipassana habe ich auch gesehen, dass ich auf richtigem Weg bin. Und dass Gott überprüft mich und schickt mir extra solche Gegenseite oder so, dass ich weiter nach vorne gehe und ich sehe das Licht in dem Tunnel, dass ich auf richtiger Weg bin. 100% bin ich richtig. Und soll ich dann meinen Mann nehmen und mitschleppen? Oder irgendwann habe ich so ein Glück, dass er auch mit mir geht und sagt, danke Helena, jetzt haben wir das zusammen geschafft. Danke für diese Vipassana. Ich bin froh, dass Gott mir solche Gelegenheit gibt, dass ich auch solche Meditationen und diese Zeit für mich nehmen kann. Das ist sehr, sehr gut. Danke, Eugen. Danke, Inge. Ich bin sehr froh. Ich bin gerade in Russland, wo ich sehr viele Menschen geheilt habe. Und mir hat es gefallen, dass uns jetzt die Vipassana kam. Es ist so, die Inga ist ja Therapeutin für fernöstliche Medizin und die war jetzt 3 Wochen in Russland, hat dort ihre Patienten behandelt und Seminare gegeben und jetzt ist sie zurückgekehrt. Eigentlich hat sie gesagt, ja, so schnell nach der Rückreise, war es nur 3 Tage und dann hat die Vipassana begonnen, aber letztendlich meint sie, dass es gut war, dass es eine reine Frauen-Vipassana war, weil sie sich auch dabei erholen konnte. Unter anderem, а почему? Очень мягкая, нежная энергия.
so eine weiche, sanfte Energie war? Ну, чувствовалось, что у каждого идет работа, но до этого была мужская випассана, она была такая. Дом трещал по швам. Und es war, man hat schon gemerkt und mitbekommen, dass hier eine innere Arbeit bei jeder von euch vorgeht. Aber davor im März hat wie in reinen Männer-Vipassana und sie sagt, das Haus sah so geknirscht und war so fast am zerbersten, so, weil die männlichen Energien hier waren. Viele Sonnen, viele Blumen. Ja, Frauenenergie, also viel Sonne, viel Blumen und so, ganz anderer Zustand. Ja. И я благодарю вас за то, что вы занимаетесь своей личной практикой занимаетесь собой. Благодаря своей личной практике вы делаете этот мир лучше, чище, добрее, умнее, мудрее, интереснее. И я благодарю вас каждому в отдельности за вашу личную практику, за медитацию, за то, что вы свое личное время провели не там. Забрали его это время там, у своих родных, близких, у друзей и посвятили его вот, для какой-то высшей благой цели. Я благодарю вас всех. Ich bedanke mich auch, dass ihr an euch arbeitet, dass ihr praktiziert, dass ihr auch euch die Zeit genommen habt, an euch praktizieren, weil ihr mit eurer Praktik, mit euren Meditationen, mit dem Yoga auch für die ganze Welt etwas Gutes tut, in erster Linie auch für die Mitmenschen, für die Familie. Weil ja die Energie dann auch übergeht auf die anderen. Sie bedankt sich, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Irgendwie woanders muss man ja die Zeit sich nehmen oder vielleicht euren Freunden, Familienmitgliedern und diese Zeit in euch investieren. Aber diese Tage sind wirklich, ja, wie gesagt, nicht nur kostbar, sondern nützlich für alle. Also für euch in erster Linie, aber auch für die Mitmenschen. Ich füge noch von mir etwas hinzu, das passiert auch sehr oft, dass Familienmitglieder oder Verwandtschaft das nicht so ganz versteht oder nicht so verstehen mag. Und wenn ein Mensch etwas nicht versteht, dann beginnt er sich selber irgendwie eine Meinung darüber zu bilden, dass es irgendwie eine Sekte ist oder sonst, dass die Menschen dort alle komisch sind, nur weil er sich damit nicht auseinandersetzen möchte, vielleicht aus irgendeinen inneren Einstellungen. Und man muss auch verstehen, wenn Menschen etwas nicht verstehen, die beginnen sich davor auch zu fürchten und Angst zu haben. Also das ist auch ganz klar und überall, also jetzt nicht nur in diesem Thema, sondern durch alle Themen hindurch, durch alle Themen der Gesellschaft, das muss man auch verstehen. Aber letztendlich habe ich schon auch viele Beispiele miterlebt, wo man zuerst irgendwo vielleicht abgehalten oder zurückgehalten oder abgehalten wurde. Aber wenn man dann tatsächlich zurückkommt, wie die Ingrid sagt, da gibt es also viele Beispiele, wo die Familie dann dankbar sind, auch sogar die kleinen Kinder, obwohl sie halt nicht verstehen können, vielleicht was Yoga ist oder was eine Vipassana ist, aber die spüren das irgendwo, dass man so mit einer anderen Qualität nach Hause kommt, in einem ganz anderen Zustand. Und auf dieser ja, emotionalen Ebene sind sie auch glücklich und dankbar, dass man jetzt auch so gereinigt oder geläutert, da gibt es ja auch so einen Begriff, dass man so geläutert zurück nach Hause kommt und halt diese Energie mit den anderen teilt. Ну, женщине вообще, в принципе, нужно периодически пребывать на випассане, потому что у нас неспокойный и тревожный ум по своей природе, и благодаря випассане можно ум успокоить, убрать эту тревожность, сделать свою жизнь счастливой, сделать жизнь людей вокруг счастливой, потому что ну, когда наш ум спокойный, когда наша энергия спокойная, то мы можем быть более как эффективными, наверное. Und für Frauen ist es aus dem Grund wichtig, bei der Vipassana dabei zu sein, weil die Natur der Frau ist ja so, dass der Verstand der Frau eher zu Unruhe neigt oder zum Hin- und Herspringen neigt und eine Vipassana ist eine gute Methode, diese innere Unruhe auszumitteln, dieses Hin und Her auszumitteln, eine Balance und ein Gleichgewicht zu finden und letztendlich strahlt die Frau, wenn sie dann dementsprechend diese Ruhe und dieses Gleichgewicht ausstrahlt, kommt alles um sie herum, also in Gleichgewicht und in Ruhe, was sehr, sehr wichtig ist. Ну, в том числе совместная практика, когда практикует не один человек, а несколько человек, то она усиливается, она становится мощной и сильной. Und wenn mehrere Menschen gleichzeitig praktizieren, also in einem Raum,
dann verstärkt sich natürlich das Resultat, weil alle Energien dann zusammenfließen und halt eine gemeinsame gewisse stärkere Energie bilden. И сейчас, возможно, вы удивитесь, как изменится ваша жизнь, потому что вы очистились, ваша энергия чистая, вкусная. Многие люди захотят с вами встречаться, общаться, выводить, возможно, вас какие-то на какие-то эмоции. Я бы вам просто рекомендовала ближайшие 3 дня еще находиться в этом процессе и больше времени уделять себе и, ну, постепенно, как начинать расширять контакты. Это позволит вам завершить еще внутри те процессы, которые не закончились, и не растирать вот эту вкусную, чистую, светлую энергию, оставить ее как бы для себя, для других благих целей. Gut, das ist auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte, aber auch gut, dass Inge das anspricht. Da ihr jetzt ja eine qualitativ bessere, in Anführungsstrichen leckerere Energie habt, eine reinere Energie habt, werdet ihr vielleicht feststellen, wenn ihr nach Hause kommt, vielleicht schon auf dem Weg nach Hause, dass Menschen versuchen werden, mit euch oder zu euch Kontakt aufzunehmen, irgendwie Freunde, Bekannte und so weiter. Sie werden halt um eure Aufmerksamkeit irgendwie, vielleicht sogar auch so ein bisschen kämpfen. Oder auch auf irgendwelche Emotionen versuchen zu reizen. Manchmal können das auch sogar negative Emotionen sein. Das habe ich persönlich auch mehrere Male erlebt. Deshalb versucht noch die nächsten 3 Tage die Kontakte so weit wie es geht zu beschränken. Was ich euch sagen wollte, dass ihr zumindest jetzt auf dem Heimweg, ihr werdet wahrscheinlich jetzt die Smartphones einschalten und ihr habt 1 Million Nachrichten. Tut sie jetzt nicht gleich beantworten, vielleicht sogar auf morgen verschieben, die Sachen können noch warten. Natürlich fährt ihr nach Hause zu eurer Familien und so weiter. Der erste Mensch oder die ersten Personen, mit denen ihr euch dann hinterher trifft, wenn ihr dann nach Hause seid, fährt, mit denen teilt ihr halt die meiste Energie. Und das könnte man auch verstehen, könnte man sinnvoll nutzen, wenn euch ein Mensch sehr teuer, sehr wertvoll ist, dann könnt ihr in erster Linie zu ihm Kontakt aufnehmen und mit ihm so eine gewisse Zeit verbringen. Alle unnötigen Kontakte, die Inga meint, die nächsten 3 Tage, da gebe ich auch recht, wenn es geht, also die nächsten 3, 4 Tage, dass ihr diesen Prozess noch beibehält, dass ihr in diesem Zustand noch bleibt, den ihr euch aufgebaut habt, also meditativ auch, der wäre sehr wichtig, damit halt die Vipassana noch sinnvoll nachwirken kann. Возможно, вы еще будете просыпаться рано, и объем вашего желудка уменьшился, поэтому вы будете кушать меньше еды. Vielleicht werdet ihr auch früher wach, jetzt auch die nächsten Tage, so aus dieser Gewohnheit. Und wir haben jetzt auch eine besondere, für die wir passende Menge an Essen euch gekocht und serviert, dass ihr auch vielleicht weniger essen wollt die nächsten Tage. Wie gesagt, dieser Prozess wird noch nachbleiben. И, конечно, тяжело в современной жизни, в современном мире соблюдать все вот эти вот упражнения и правила, но если вы хотя бы день будете делать 1 асану и 1 минуту медитации, это будет очень здорово. Und es ist ja schwierig in unserer heutigen Zeit das Ganze zu befolgen oder strikt oft und viel Yoga zu üben und diesen Zustand zu halten. Tut wenigstens eine Asana am Tag, eine Übung oder 1 Minute Meditation, aber regelmäßig, nur ganz kurz. Das wird sehr viel Sinn machen, auch euch auf dem ganzen Weg auch unterstützen. Und was die Ingrid auch noch gemeint hat, dass man immer wieder zurückfällt, das ist ganz normal und das ist auch bei vielen Menschen noch so. Hauptsache, man fehlt nicht unter eine gewisse Grenze zurück, wo man gar nicht mehr zurückkommt. Also irgendwie muss man schon, wie die Inge sagt, diese 1 Minute am Tag oder eine gewisse, vielleicht rare, aber trotzdem Regelmäßigkeit entwickeln, um sich halt über diese Grenze zu halten. Weil wenn der Mensch einmal im Yoga gewesen ist und dann ganz rausfällt, also lieber nicht, so meine Erfahrung oder mein Ratschlag dafür.